So, wir gehen jetzt Flüge nach Dublin. Sind nicht eingecheckt. Nix. 100.000 haben wir bezahlt, wir können einfach nicht fliegen. Erst Geld, danach wir reden. Ich habe mir das viel größer vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ich freue mich auf eine geile Stimmung und auf einen noch geileren Kampf. Ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber mit dem nicht, ey. Scheiße. Das war brutal. Wirklich Gänsehaut. Moin, Olli. Guten Morgen. So, jetzt geht's ab nach Dublin, unterstützen Daniel, haben eine Trainingseinheit vor uns. Und dann gucken wir uns ein bisschen Dublin an, würde ich sagen, oder? Die Veranstaltung fängt schon um 14 Uhr an. Dann kämpft 19 Uhr, also unserer Zeit, glaube ich. Welcome to Airport. Verstehst du? Ich schwöre dir, ich habe das Gefühl heute Morgen gehabt, der hat verschlafen. Ich sag dir, der hat verschlafen. So wie ich das jetzt sage, sage ich das ganz genau. Vollidiot, Alter. Ich habe das gewusst. Ich schwöre dir, ich kenne den Tommy. Oh, Tommy ist da. Tommy! Champi! Du bist nicht mal losgefahren, ne? Nee. Hast verpennt? Ja, 100%. So, ich schaff's ja nicht mehr, gell? Schwierig. Fuck, Alter. Ich sag dir eine Sache für die Zukunft, den kannst du hier nichts buchen lassen. Gar nichts, wirklich. Also. Ich wieder. Der fliegt heute das erste Mal, habe ich das Gefühl. Ja. So, wir gehen jetzt nach Dublin. Die Flüge sind nicht eingecheckt, nix. Ja, was soll ich denn noch machen, Alter? Wir nehmen euch einfach mit auf die Reise. Einfach dranhängen. Tommy wieder verschlafen. Hab ich nicht eben gesagt? Ja. Hab ich nicht eben gesagt, Tommy verschläft? Sowas habe ich noch nicht erlebt, wirklich. Flüge sind nicht eingecheckt. Das ist doch schon auf Deutsch. Ja, und was muss ich machen jetzt hier? Leider können wir den Check-in-Vorgang nicht weiter bearbeiten. Es konnte keine passende Buchung. Wir müssen hier am Schalter einchecken, bitte. Was für umbuchen? Du hast doch gerade eben selber gesagt, wir sollen auf den nächsten Flug gehen, oder? Soll ich jetzt noch an den Schalter gehen umbuchen oder was? Bin ich ein Depp oder was? Was für pünktlich? Was ist denn pünktlich? Wir haben doch fast eine Stunde. Wer redet denn mit Ihnen, Alter? Mit Ihnen redet doch gar keiner. Ich rede doch mit den jungen Herren, oder? Jetzt ist doch Boarding Beginn. Jetzt fängt doch eins an. Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3. Wir sind Gruppe 4, Alter. Was für Sicherheitskontrolle? Das dauert 5 Minuten. Steht doch in dieser euer drinne. Was für ein Moment, Alter, du Eule. Diese Eule von der Lufthansa, Alter, 3.500 haben wir bezahlt. Wir können einfach nicht fliegen. Weil wir eine Stunde 20 vor dem Flug da sind. Wo ist dieser Ticketschalter? Ich schraub den jetzt auseinander hier. Ey, Tommy, diesen Dreck hier, Lufthansa, scheiße. Die können auch alle hören, dieser Dreck von Lufthansa, die haben uns, lassen uns nicht fliegen. Wir fliegen auch 10.25 Uhr, kommen am Flughafen. Schlechteste Airline, ich sag dir ehrlich, so wie es ist. Schlechteste Airline geworden. Das gibt's bei Emirates und wie heißen die Dinger nicht? Ich schwöre dir, da kannst du 5 Minuten vorher kommen, wenn du willst. Hier machen die am Schalter ein Ding. Fliegt alle mit anderen Airlines, nicht mehr mit Lufthansa. Dieser Dreck. Wir haben alles gerettet wieder durch meine positive Ader, wo ich hier an den Tag lege. Wenn man da aggressiv rangeht an den Schalter, so wie er, und du, das hilft alles nichts. Man muss da diplomatisch vorgehen, reden. Wir haben doch jetzt unser Boarding Pass. Jetzt warten wir nur noch auf den Tommy. Und dann ist doch alles gut. Das sind nur Nervennahrung. Nach dem Stress hier heute Morgen. Wir hatten ja normal jetzt um 10 Uhr Training in Irland. Ja, jetzt fliegen wir erst 10.25 Uhr. Wir landen dort dann 12.20 Uhr ungefähr. Ja. Wir werden auf jeden Fall da versuchen, noch hinzugehen. SBG Gym. Kennt ja jeder hier. Gegen durch Conor. Wer ihn auch nicht kennt, Conor McGregor. Wäre einfach nur eine Pratzeneinheit gewesen. Jetzt müssen wir mal gucken, ob der Trainer dann um die Uhrzeit noch kann. Aber schauen wir. Guten Abend, morgen. Alles klar? Willst du was essen, Tommy? Ja, klar. Geros oder Döner? Tommy, alles klar? Hey, der liebe Gott wollte nicht, dass wir fliegen, weißt du? Ja. Ich habe mir gestern wir haben gestern so eine Fußball-Challenge gemacht, weißt du? Ja. Und bei dem letzten Schuss habe ich mir da hinten einen Nerv eingeklemmt und dann schlafen nicht. Ich habe mich umgedreht, ich habe gedacht, ich verrecke. Kommt auch bald auf euch zu. Deswegen abonniert den Kanal. Kanal? Kanal, ja. Deswegen abonniert. Ich glaube, du bist voll gut. Deswegen abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Tobi. Ja. Was erwartet uns heute? Was soll ich denn dazu sagen? Weiß doch, ich bin nicht motiviert. Du hast dir keinen Umschlag mitgebracht? Kein Umschlag, kein Geld, deswegen Entertainment null. Erst Geld, danach wir reden. Bist du verrückt? Wir trinken nicht mehr. Wir haben damit aufgehört. Ehrlich, wir müssen uns mal wirklich jetzt am Riemen reißen. Haben wir schon 12? Wir haben noch nicht 12, Tobi. Mach's gut, Kurva. Wohin fliegen wir? So, wir sind jetzt hier im Hotel angekommen, ziehen uns schnell um, weil wir haben nicht mehr so lange Zeit zum Training zu gehen. Ja, weiter geht's. Was erwartest du heute vom Kampf, von der Veranstaltung? So, wenn man auf die Veranstaltung eingeht, ist hier mit einer der besten Stimmungen, die ich hier erlebt habe. 15.000 sind es, glaube ich, nur. Für Daniel natürlich hoffe ich mir einen Sieg. Ja, ist für mich persönlich ja immer so eine Sache, wenn andere
Kämpfer kämpfen oder jetzt speziell Daniel, mit dem ich ja meine Karriere angefangen habe, ist man da, glaube ich, bin ich mehr nervös, wie ich selber vor dem Kampf. Hast du den Gegner von Daniel angeguckt? Ja, so ein bisschen, ja. So ein Allrounder, gefährlicher Mann, musst du aufpassen, aber ja, Daniel ist ja so erfahren mit über 50 Kämpfen, dass er das schaukeln will. Wie ist es eigentlich für dich, Christian? Wir sind jetzt hier heute Morgen hergeflogen, wir fliegen morgen Mittag 12 Uhr wieder zurück. Wünschst du dir nicht manchmal so ein bisschen länger einfach hier zu bleiben, die Stadt anzugucken? Nee. Ich bin nicht so der Typ da mit Stadt gucken und so weiter und so fort. Auch wenn ich im Urlaub bin, ich mag das nicht, da so rumlaufen und so bla bla. Wo sind wir jetzt hier? SBG Ireland. Ich habe mir das viel größer vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ich schwöre dir, viel größer. Von mir als Manager, was sagst du zum Gym hier? Oldschool, ne? Aber schön. Hast du die optimalen Trainingsschuhe? Ja, Mann. Hast du da auch ein Trainingsprogramm? Wir machen ein bisschen Bratzo nur, locker, easy. Und dann schauen wir weiter. Easy, locker, bisschen bewegen nach dem Flug. Normal wäre heute Sparring dran gewesen, aber wir unterstützen Daniel. Aus, Schattenboxen und dann sind wir durch. Lukas Große hatte ich meine kurze Hose heute vergessen, aber sonst hätten wir immer ein paar Runden gerungen und geholt. Das wird nachgeholt, da? Das wird nachgeholt, ja. Kleine Roomtour. Hier, Kraftbereich, auch alles da, was man braucht eigentlich. Hinten sind die Umkleiden. Aber alles relativ kompakt, ja? Ja, ist kompakt. Amerika war es genauso, es war genau Kraft- und Konditions-Ecke war direkt an der Matte gekoppelt. Hier geht es zum Käfig. Ich würde gerade sagen, dass es eine Originalschlüssel ist. Ja, der Check ist schon groß, auf jeden Fall. Geil. Dann gehen wir runter zur Mattenfläche. Hier für Scrabbling, geil. Matte brauchst du nicht viel, deswegen passt alles. Der hat schon auf jeden Fall Geschichte geschrieben, ne? Muss man sagen. Welche Erinnerung verbindest du mit Conor McGregor? Nee, nicht so viel, aber weil er ist ja erst ein bisschen später dazu gekommen. Aber ich muss sagen, er hat den, wie ich schon immer gesagt, den Sport auf ein anderes Level gebracht. Für uns alle Kämpfer, für internationale Kämpfer, nochmal anderes Level. Also von daher macht er schon gute Arbeit. Ne? Ich gehe jetzt in diesen polnischen Market da rein, siehst du? Da vorne hole ich mir Kurwa eine Piwo. Das ist Eiweiß. Vergleich mal die zwei Größen von dem Bier. Ja, wir gucken. Okay, jetzt vergleich mal ihn und mich. Das stimmt. Außerdem, ich mag nicht so ein Aquarium da trinken. Das wird doch warm, Kurwa. Tschüss. Kuba-Pisse. Riech mal bitte. Das ist komisch, ne? Ja, das ist ohne Spaß. Ja, Mann, das ist dieses. Das ist wie Schinken, ne? Genau, das ist geräucherte Schinken. Und das Wort. Geräuchert und so ein Scheiß. Ja, very good, thank you. Der Hunger treibt rein. Das ist ja so typisch irisch, ne? Dry-aged. Wenn ich das bewerten sollen müsste, aufgrund dieses komischen Beigeschmacks und Geruchs, gebe ich dem maximal eine 5, eine 5,5. Ich gebe eine 3. Gute Qualität vom Steak. Dry Age aus Irland. Ich würde sagen eine 8. Hol mal einen Bambusstock, bitte. Wir gehen jetzt Nickerchen machen. Wir sehen uns gleich wieder. Roomtour. Danach gehen wir dann zur Arena. Wieder verschlafen, ne? Bad. Nur mit Dusche. Ankleideraum. Mein Schreibtisch. Da werden die wichtigen Arbeiten erledigt. Ja. Mein Bett, wo ich einfach schlafen habe wie ein Stein. Guck mal, was hier im Fernsehen kommt. Ja. Die Veranstaltung, wo wir jetzt hingehen. Und hier meine Chill Lounge. Da bleiben wir auch gleich, weil bevor wir loslegen, knallen wir uns unsere Supplements rein. Ihr bekommt gerade 20% auf Protein und Food und 30% auf Proben. Ganz geil, die Proben hier zum Mitnehmen. Und natürlich neue Geschmäcker ausprobieren, ganz klar. Rein, eine Portion. Mit dem Code Champ, maximalen Rabatt. Lass es schmecken. Jetzt switchen wir zur Handykamera. Leider ist es hier weniger erlaubt, Kameras mitzuführen auf so Veranstaltungen. Von daher switchen wir jetzt um. Passt. Auf geht's. Jetzt gucken wir uns ein paar Kämpfer an. Die trinken was. Wir
trinken Wasser und hoffentlich genießen wir dann seinen Sieg. Steigt die Anspannung langsam? Nee, noch nicht. Ihr seid ja schon seit Mittwoch hier. Wie sind die letzten Tage verlaufen? Wie war das Gewichtmachen für uns durch den Prozess? Daniel ist ja rigoros, was Gewichtmachen angeht. Er ist ultra routiniert, deswegen. Es war alles on time. Wir haben trainiert, wir haben geguckt, dass die Woche möglichst ideal und stressfrei für Daniel verläuft, damit er heute ideal performen kann. Ich freue mich auf eine geile Stimmung und auf einen noch geileren Kampf. Hast du schon mal mit mir schlecht gesessen, sag mal. Daniels Kampf. Daniel hat ein bisschen sein Training umgestellt. Ich denke, es wird ein Kampf über die Runden und er wird mit nach Punkten gewinnen. Vor 14, 15 Jahren habt ihr angefangen, in der kleinen Hütte da zu trainieren. Video ist hier oben rechts verlinkt. Hättest du jemals gedacht, dass ihr beide auf so internationalen Bühnen kämpfen werdet? Ja, natürlich. Dafür haben wir immer den Traum gehabt, haben das immer verfolgt, Tag für Tag. Und jetzt sind wir da. Anspannungslevel 1 bis 10. 15. Das kommt dann immer so direkt, kennst du? Heute ist wirklich gar keine Stimmung heute. Alter. Schon krass. Beweg dich, beweg dich. Warte nicht auf ihn, beweg dich. Geh zum Körper, geh zum Körper. Jawohl. Jawohl, gut so. Bleib dran, ruhig wieder, ruhig. Warte nicht auf ihn, beweg dich. Jawohl, gut so. Körper ist offen, Daniel, Körper ist offen. Jawohl. Erste Runde Fazit? Ja, für Daniel, hat zwei Takedowns, aber knapp, ist knapp. Oh. Mach die Hände hoch, Hände hoch, Hände hoch. Gut so. Beweg dich, Hände hoch. Ja. Jawohl. Letzte Runde entscheidet, es ist knapp, richtig knapp. Würdest du sagen, erste Runde geht an Daniel, zweite Runde an den Gegner? Ja, kann man so stehen lassen, denke ich. Komm, letzte Runde, komm. Hol ihn runter. Pass auf, Daniel, zubleiben. Zubleiben! Es ist knapp, ey, es wird knapp. Boah. Nein, Mann. Steh auf, du musst was machen, Alter. Komm, Daniel, du musst was machen, komm! Ja, sehr, sehr. Komm, ey, bitte, ey, vielleicht mit Glück. Der letzte Kampf gewesen, oder wie? Warum liegt die Handschuhe da? Hört auf, Alter. Ich hab selber, ich bin jetzt gerade überrascht, aber ich glaube, Daniel beendet seine Karriere hier. Das wäre jetzt so krass, Alter. Ich hätte jetzt mit allem gerechnet, aber mit dem nicht, ey. Scheiße. Über 50, 60 Kämpfe. Ich glaube, irgendwann langsam mal auch. Danke, dass du da bist. Alles gut. Danke dir für alles, ja? Danke dir. Er hat nicht gelangt. Schade für ihn. Ey. Ich hätte es ihm gegönnt von Herzen. Auch, dass sein letzter Kampf. Er hat mehr verdient auf jeden Fall. Dann ist absolute Legende und ist immer unter dem Radar gefahren. Viel zu wenig Aufmerksamkeit gehabt, was ihm eigentlich zustehen würde. Deswegen, jeder da draußen sollte ihn feiern. Und das hat er auf jeden Fall verdient. Da denkt man auch ein bisschen an seine eigene Karriere dann. Ne? Wie lange geht das noch? Aber wie gesagt, dann hat ein bisschen mehr Kämpfe auf dem Buckel wie ich. Und da gehen noch ein paar. Die hat mich so schnell noch nicht los. Ich bin richtig enttäuscht heute von Dublin. Ehrlich. Also letztes Mal, wo ich war zweimal hier. Das war brutal, wirklich Gänsehaut. Das war 80% weniger heute, ehrlich. Schade für Daniel, für den sind wir ja hergekommen. Aber gut, wie soll man so schon sagen, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Hat alles richtig gemacht. Guter Junge, ich wünsche dir alles Gute. So Daniel, der Abend lief nicht wie geplant. Erzähl uns doch mal, wie es aus deiner Perspektive heute war. Ich habe mich gut gefühlt. Ich bin mit einem guten Gefühl in den Kampf gegangen. Gameplan hat nicht funktioniert. Ein zäher Hund, ja. Bin den Aktionen nicht so durchgekommen. Oder die haben nicht so den Effekt gehabt, wie ich noch gewollt habe. Dann nach Punkten verloren. Das kam sehr überraschend, dass du heute deine Karriere beendet hast. War das dir vorher schon klar, dass du das heute machen willst? Oder war das einfach eine Impulsentscheidung? Es
war nicht geplant, auf keinen Fall. Es war jetzt nicht, nicht die Leistung, die ich gerne gebracht hätte. Und klar, es ist abrupt im Prinzip, so der Kampf ist vorbei. Ich habe das jetzt ausgesprochen und so. Ich werde erstmal meiner Familie wieder Zeit widmen. Die hat natürlich auch sehr viel Zeit einbüßen müssen, die letzten Wochen und Monate in der Vorbereitung. Und natürlich nicht nur die letzten Wochen und Monate, auch die letzten Jahre, Jahrzehnte quasi im Prinzip. Ja. Ich möchte es von Herzen gerne machen, da mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Und in dem Sinne bin ich überzeugt, wird schon was kommen. Vielen Dank. Und alles Gute. Danke, dass ihr da wart.